auch von meiner Seite herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich heute vor Ihnen präsentieren darf. Mein Name ist Sebastian Bayer. Ich bin Blockchain Product Manager bei der Rosen Group hier in Lingen und bei einer neuen Tochter der Rosen Gruppe, der Certivation GmbH. Ich möchte Ihnen heute mal erklären, was eigentlich hinter diesem Buzzword Blockchain, worüber immer mehr Leute reden, wirklich steckt. Ohne vielleicht zu sehr ins technische Detail zu gehen, sondern erstmal zu schauen, okay, wie kann ich Blockchain nutzen für mich in meinem Unternehmen und was sind denn tatsächlich auch die Mehrwerte? Wenn man mit Entscheidern spricht in Unternehmen, hat man meistens heutzutage eigentlich so ein bisschen diesen Fall. Alle sagen, wir brauchen Blockchain. Blockchain, das ist die Lösung für alles. Nein, ist es nicht. Das können wir von vornherein schon mal ganz klar sagen. Blockchain ist sicherlich im Moment ein Thema, was absolut gehypt wird. Vielleicht da einfach mal die Frage hier auch in die Runde, wenn ihr das Wort Blockchain hört, woran denkt ihr dann überhaupt? Zum Beispiel, ja, das ist eins, ne? Also gerade die Kryptowährungen oder auch eben immer mal wieder das Finanzieren von illegalen Geschäften, all diese Dinge, ja, wird damit verbunden, ist aber tatsächlich eher die Kryptowährung anstatt die Technologie dahinter. Ist dann wirklich sowas wie Bitcoin, Litecoin und so weiter und so fort. Blockchain ist die Technologie dahinter, hilft uns. Und wie gesagt, gerade in Gesprächen mit Entscheidern hört man ganz oft das Wort Blockchain, da müssen wir doch was mit Blockchain machen. Nein, das passt nicht immer. Es gibt aber durchaus Use Cases, wo es passt und wie man solche Use Cases finden kann und wie man das vielleicht auch in einem Unternehmen nutzt, um wirklich Mehrwerte zu generieren, darüber möchte ich heute ein ganz bisschen erzählen. Bevor wir das machen, noch ein kleiner, kurzer Werbeblock. Wer ist überhaupt die Certivation und was machen wir? Certivation ist, wie gesagt, die neueste Ausgründung der Rosengruppe hier am Standort in Lingen. Bekannt sicherlich eher für das Thema Inspektion von Öl- und Gaspipelines. Da kommen wir ursprünglich her. Deswegen auch der Schritt in 2017 zu sagen, wir brauchen eigentlich eine eigene Zertifizierungsstelle. Weil wir haben A, das Know-how über Einhaltung von Normen, Regeln, wie bekomme ich welche Zertifikate und all das wollen wir natürlich unseren Kunden mit an die Hand geben. Zertifizierungsstelle kann man sich so vorstellen, so ähnlich wie der TÜV oder DNV, das sind sozusagen Zertifizierungsstellen. Wir bieten derzeit verschiedenste Normen an, neben dem Blockchain-Service, auf den ich später noch eingehe, und zwar die Zertifizierung nach zum Beispiel 9001 Qualitätsmanagement, seit kurzem jetzt auch 27001. Da suchen wir übrigens noch einen Witness-Kunden. Das heißt, wenn Sie überlegen, ISO 27001 in Ihrem Unternehmen einzuführen, IT-Sicherheit, sprechen Sie uns gerne an. Da gibt es auch ganz besondere Konditionen für den sogenannten Witness-Kunden. Aber warum machen wir das Ganze überhaupt? Warum machen wir überhaupt eine Zertifizierungsstelle? Gibt auch schon, wie gesagt, viele andere, weil wir eben andere Wege gehen wollen. Wir wollen sagen, okay, wie können wir das ganze Zertifizierungsgeschäft, von dem wir Ahnung haben, noch kundenorientierter machen. Und zwar zum einen, indem wir sagen, okay, wie können wir die Prozesse vereinfachen? Muss ich jedes Mal ein Audit machen beim Kunden oder hilft mir ab und zu auch ein Remote-Audit? Jemand geht mit einer HoloLens beim Kunden durch. Wir können uns das Ganze anschauen, sparen uns Reisekosten, sparen uns Reisezeit. Oder eben, wie können wir auch sicherstellen, dass Zertifikate, die wir ausstellen, nicht im Nachhinein manipuliert werden, wie es heute gerade im asiatischen Raum immer wieder der Fall ist. Das nochmal kurz als Ausblick zur Certivation. Aber jetzt dann tatsächlich die Frage, okay, grundsätzlich erstmal, was ist denn überhaupt Blockchain? Für mich ist es relativ einfach. Blockchain ist für mich digitalisiertes Vertrauen. Warum? Weil die Blockchain nicht manipulierbar ist. Weil die Daten, die in der Blockchain sind, nicht verfälschbar sind. Grundsätzlich, wenn Sie abends mal auf einer Party gefragt werden, okay, Blockchain, was ist das? Dann kann man das sich ganz gut vorstellen als so eine Art Kassenbuch von früher in der Bank. Da wurde jede Transaktion wirklich hinterlegt. Der hat so und so viel eingezahlt, hat jetzt einen Kontostand von so und so viel. Der hat so und so viel von uns geliehen bekommen. Das heißt, er schuldet uns jetzt so und so viel. Es war jederzeit ganz klar dokumentiert, wer ist Eigentümer von was. Es wird auch eine zeitliche Eigentumsrangfolge hinterlegt. Und die Blockchain ist jetzt quasi wie so ein Buch. Bloß in mehrfacher Ausführung, meinetwegen sogar millionenfacher Ausführung. Denn Sie könnten natürlich jetzt hingehen und sagen, Sie ändern es hier in diesem Buch. Ja, okay, dann habe ich aber nicht mal 100 Euro auf meinem Konto, sondern 90. Kann ich nichts machen, ist
so dokumentiert. Wenn ich allerdings es in der Blockchain versuche, irgendwo auf einem dieser 1000 Bücher oder Millionen Bücher was zu ändern, dann wird es nur in diesem einen Buch geändert. Das in allen anderen Büchern zu ändern, das kriegen Sie technisch de facto nicht hin. Dafür haben Sie nicht die Rechenleistung. Bedeutet allerdings auch, dass die anderen Bücher sehen, okay, hier in diesem einen Buch ist was falsch, da ist was verändert worden. Okay, hier wurde manipuliert, zack, gucken, was ist passiert, zurücksetzen, alle Werte wieder korrekt. Grundsätzlich, wenn man das gerne in einem Satz bringen möchte, ist letztendlich die Blockchain eine fälschungssichere, verteilte, redundante Datenstruktur, in der Transaktionen in der Zeitfolge protokolliert werden. Das heißt also, wenn ich heute 10 Euro überweise, morgen aber wieder 20 Euro zurücküberwiesen bekomme, ist es Schritt für Schritt dokumentiert. Es ist nachvollziehbar dadurch. Es ist unveränderlich, weil es wird in jedem dieser Kassenbücher letztendlich eingetragen. Und ich brauche keine zentrale Instanz mehr, die das macht. Ich brauche keine Bank mehr, sondern die Community an sich, die schaut, okay, passt es auf allen Knotenpunkten? Habe ich die gleichen Informationen überall? Stellt sicher, dass ich nichts Falsches eintrage und dass meine Werte auch bei mir bleiben. Wie funktioniert das Ganze? Grundsätzlich, wir nennen das jetzt einfach erstmal Blockchain Operator. Ich habe jemanden, der stellt mir die Technologie zur Verfügung. Das sind so diese klassischen Beispiele, die wir alle schon mal gehört haben. Bitcoin, Ethereum, die uns letztendlich das technologische Protokoll zur Verfügung stellen. Wie Transaktionen erstellt werden, wie sie verschlüsselt werden. Gibt da durchaus Unterschiede. Ich kann eine private Blockchain nutzen, ich kann auch eine öffentliche Blockchain nutzen. Was das genau ist, gehen wir gleich noch drauf ein. Im nächsten Schritt kommen dann die sogenannten Nodes. Das sind letztendlich nichts anderes als diese Kassenbücher, von denen wir gerade gesprochen haben. Jeden Node wird die gesamte Blockchain einmal abgesichert und überall auf jeder Node wird auch jede neue Transaktion dokumentiert. Das heißt, überall auf der Welt haben Sie Ihre eigenen Kassenbücher. Das sind letztendlich nichts anderes als Peer-to-Peer-Knotenpunkte, wo die Daten dezentral gespeichert werden und die eben auch darauf achten, dass eben nirgendwo ein falscher Wert auf einmal drin steht. Dann kommen die sogenannten Miner. Mining haben wir alle schon mal gehört, vielleicht auch der eine oder andere mal selber ausprobiert. Da geht es dann darum, tatsächlich die Transaktion oder den Tausch von Waren in der Blockchain auch zu dokumentieren. Wenn ich Ihnen zum Beispiel 10 Euro überweisen möchte, ist das eine Transaktion. Diese Transaktion wird eben von diesen Minern ausgeführt. Die führen diese Informationen von mir, 10 Euro an Sie, letztendlich in die Blockchain ein. Kontrollieren als erstes mal, okay, habe ich denn überhaupt 10 Euro, die ich Ihnen überweisen kann? Oder, ne? Und als nächstes wird dann, ich probiere es mal ganz einfach zu erklären, letztendlich der Miner gebeten, ein mathematisches Rätsel zu lösen, was mit der Zeit immer komplexer wird, damit eben nicht die Miner mit immer mehr Rechenleistung diese Rätsel immer schneller lösen können und dort dann eben die Technologie vielleicht auch überfordern. So, das Rätsel ist gelöst vom ersten. Das Ganze wird also in die Blockchain übertragen. Das sehen wir hier ganz kurz, wie gesagt, wird ein neuer Knoten angehängt an die Nodes. Nächster Eintrag ist da. Dann gibt es die sogenannten Service Provider. Das sind eben zum Beispiel Kryptowährungen oder sind vielleicht auch Smart Contract Anbieter, wie vielleicht auch die Certivation selber oder eben andere Dienste. Maersk ist da so ein Beispiel, die eben ihre ganze Logistik in die Blockchain bringen wollen. Das heißt, bis der Container vom Schiff im Hafen ist, über den Zoll, das alles komplett automatisiert als einzelne Informationspunkte in die Blockchain zu bringen. Das sind so diese typischen Servicefälle, von denen wir da sprechen. Am Ende gibt es natürlich den User, der das Ganze nutzt. Das mag ich dann sein, wenn ich wissen will, wo ist gerade mein Container, kann ich das anschauen über das Maersk Interface. Das ist letztendlich die Spielwiese, auf der wir uns bewegen. Nun gibt es verschiedene Arten von Blockchains. Es gibt sogenannte Public Blockchains. Da sehen wir auch schon wieder die großen Logos von Bitcoin, von Ethereum, von Litecoin, die letztendlich für jeden nutzbar und einsehbar sind. Das heißt, wenn Sie dort Transaktionen durchführen, kann jeder das sehen. Und da kann auch jeder mitmachen. Ist so ein bisschen wie das, ich vergleiche das gerne mit dem Internet. Können alle bei Amazon einkaufen, vorausgesetzt, Sie melden sich dort an, haben ein Konto.
aber letztendlich für jeden zugänglich. Und dann gibt es sogenannte Enterprise- oder Private-Blockchains, wo man sagt, okay, ich habe sensible Daten, die möchte ich nicht, dass das unbedingt jeder mitbekommt. Ich habe Prozesse, die ich automatisieren möchte in meinem Unternehmen. Ich möchte genau wissen, wer wann auf diese Prozesse Zugriff hat. Das ist so ein bisschen wie das Intranet. Damit vergleiche ich das immer gerne. Weil natürlich bestimmte Preislisten oder solche Dinge haben sie eher im Intranet als ganz plakativ auf ihrer Webseite. Für beide Blockchains gibt es definitiv Anwendungsfälle. Wenn sie auf Transparenz Wert legen und wenn sie bestimmte Informationen für jeden zugänglich machen möchten, dann ist sicherlich das Thema Public Blockchain relevant. Wenn sie das nicht möchten, ist es die Private Blockchain. Was man nochmal ganz kurz so als Vergleich ziehen kann, wie gesagt, Public Blockchains sind offen, jeder kann mitmachen. Enterprise Blockchains kann ich als Betreiber mehr oder weniger bestimmen, wer darf mitmachen. Bei der Geschwindigkeit sind die Public Blockchains sicherlich langsamer als die Private Blockchains, hat den Grund, dass wenn sie auf mehreren tausend Millionen Rechnern letztendlich Transaktionen eintragen wollen, dann braucht das seine Zeit. Ne? Also man kann mal so sehen, bei der Ethereum Blockchain ist es so, dass sie in einer Sekunde ja 40 Transaktionen durchführen können. Heute bei Visa werden in einer Sekunde ungefähr 1000 bis 2000 Transaktionen mindestens durchgeführt. Bei den Private Blockchains, nehmen wir mal an, Sie machen eine kleine Private Blockchain auf, 3, 4, 5 Rechner, geht das natürlich deutlich schneller. Sie brauchen ja auch nur 51% der Rechner, die sagen, okay, diese Transaktion soll jetzt durchgeführt werden. Thema Sicherheit, beides natürlich extrem sicher, wobei bei der Public Blockchain durch die Vielzahl der Verteilung auf über tausende Millionen Rechner deutlich sicherer. Wenn Sie da nur an einem Rechner angreifen, 2, 3, das alles okay, aber Sie werden nie alle tausend, alle Millionen Rechner erreichen können. Bei der Private Blockchain hat man vielleicht irgendwo 3, 4, 5. Und wenn Sie dann da schon eine gewisse Menge angreifen, dann ist es natürlich deutlich einfacher, diese zu hacken. Bei der Identität ist es so, in der Public Blockchain wissen wir in der Regel nicht mit, wer dort alles mitspielt. Bei der Private Blockchain wissen wir es, weil wir haben sie ja zugelassen. Wobei man auch sagen muss, auch selbst bei den Public Blockchains, gerade im Sinne Strafverfolgung, sind unsere Behörden jetzt sicherlich auch schon weiter. Das heißt, die ein oder anderen Bitcoin-Konten sind natürlich mittlerweile auch schon mal letztendlich beschlagnahmt worden. Aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass Public Blockchains nach wie vor eher anonym sind. Bei den Kosten ist es so, wenn Sie einen Eintrag in die Blockchain machen wollen und der Miner letztendlich Ihren Eintrag auch prüft und durchführt, dann müssen Sie dafür eine gewisse Gebühr bezahlen, eine Transaktionsgebühr. Und dies abhängig von Angebot und Nachfrage. Pro Tag können nur eine bestimmte Anzahl an Transaktionen durchgeführt werden. Das heißt, wenn mehr Transaktionsanfragen da sind als Kapazität, steigt der Preis natürlich. Haben Sie keinen Einfluss drauf. Kann für den einen oder anderen Use Case natürlich unheimlich schwierig sein. Haben wir selber erlebt, komme ich nachher auch nochmal in Detail zu, wo wir sagen, für unseren Service gehen wir unbedingt im Moment von Kosten aus von 10 bis 20 Cent. Aufgrund einer massiv gestiegenen Nachfrage im Ethereum-Netzwerk hätte uns die Transaktion auf einmal 20 Euro gekostet. Ja, für uns natürlich dann irgendwo schon schwierig. Das heißt, wenn Sie eine Private Blockchain haben, haben Sie keine Transaktionsgebühren. Allerdings investieren Sie dann natürlich in Infrastruktur. Sie brauchen vielleicht die Server, um Ihre Nodes aufzubauen. All diese Dinge kosten natürlich am Anfang auch viel Geld. Nichtsdestotrotz, Sie haben einen konstanten Preis, den Sie selbst definieren, beziehungsweise nicht mal definieren müssen, weil Sie sagen, okay, ich verlange gar keine Transaktionsgebühren. Welche Einsatzbereiche gibt es denn so für die Blockchain? Kann man in der Regel von 4 großen Blöcken sprechen. Einmal natürlich das Thema Workflow Optimization oder Prozessoptimierung, dann eben Mehrwertdienste oder eben auch wirklich Standalone-Business-Modelle oder im Sinne von Konsortien, Zusammenarbeit, Zusammenschlüsse von mehreren Parteien, die gemeinsam bestimmte Dinge angehen wollen. Ein Beispiel, wie gesagt, für Workflow Optimization ist ganz klar Maersk und IBM mit ihrer großen Blockchain-Lösung, wo sie sagen wollen, wir können ihren Container zukünftig
von A bis Z tracken. Wenn er vom Schiff runtergeht, automatisch Info, ist gerade gelandet. Braucht keiner mehr ausfüllen, Sie brauchen keine Dokumentation mehr. Das macht alles die Blockchain voll automatisiert anhand der definierten Prozesse. Gibt es natürlich Mehrwertdienste, zum Beispiel Provenance, die sich darum kümmern, Nachverfolgbarkeit von Produkten zum Beispiel dort anzubieten. Das heißt, wenn Sie einen Thunfisch haben wollen, der eben nach bestimmten Bedingungen gefangen worden ist, dann können Sie das über diese App auch nachvollziehen. Das heißt, jeder Schritt vom Fangen bis letztendlich in der Dose wird dort dokumentiert, was ist passiert, ist es bio gelabelt, ist es nicht bio gelabelt, können wir das nachweisen? Ja. Es gibt sogenannte Standalone-Business-Modelle, nehme ich jetzt zum Beispiel Loyal, wo es dann darum geht, tatsächlich so eine Art Miles and More zu schaffen, und man kriegt dort eben keine Rewards im Sinne von Punkten, sondern man bekommt Rewards im Sinne von Coins, in den Loyal Coins in diesem Fall, wo ich sage, für diese Loyal Coins kann ich mir dann eben auf bestimmten Plattformen dann wieder Güter kaufen, wenn ich bestimmte Dienste nutze. Oder ein Konsortium-Setup, ist vielleicht ein bisschen schwer zu lesen, B3i, wo es darum geht, dass viele europäische Versicherungen sich zusammengeschlossen haben und haben gesagt, okay, wir wollen eigentlich Schadensregulierung möglichst einfach gestalten, wenn zum Beispiel Gutachten zum Schuldnerfall bei einem Autounfall eingetragen, dann automatisch auslösen, Zahlung an Versicherungsnehmer auch einer anderen Versicherung, um einfach dort auch Automatisierung zu schaffen, Mehrwerte zu schaffen, schneller zu werden. Das einfach mal so ein bisschen als Beispiel. Wann macht eine Blockchain Sinn? Da gibt es ganz viele schöne Modelle, die man immer wieder sieht, die natürlich auch noch ein bisschen detaillierter auf der nächsten Ebene sind. Was wir erlebt haben bei den Dingen, die wir uns bis jetzt angeschaut haben, sind eigentlich folgende Punkte. Brauche ich eine Datenbank? Wenn ich gar keine Datenbank brauche, macht es vielleicht auch nicht unbedingt Sinn, eine Blockchain zu nutzen. Ja, wenn ich eine Datenbank brauche, habe ich mehrere Parteien oder bin ich nur alleine? Wenn ich alleine irgendwo für mich selber was machen will, warum muss ich das irgendwo dokumentieren? Wenn ich etwas mit anderen Partnern zusammen machen möchte, dann könnte die Blockchain eine mögliche Lösung sein. Ich sage nicht immer die einzige Lösung. Dann die Frage ist, habe ich Vertrauen zu meinen Partnern, mit denen ich das mache? Brauche ich irgendwo einen Trust, wenn ich diesen Trust brauche, beziehungsweise wenn ich kein Vertrauen habe, dann macht vielleicht eine Blockchain Sinn. Wenn ich sowieso meinem Partner vertraue, dann wird es schon schwieriger für die Blockchain. Dann gibt es feste Regeln. Zum Beispiel bei einem Container, den Sie verschiffen, gibt es immer bestimmte Dokumente, die ausgefüllt werden müssen, eingereicht werden müssen, oder gibt es dort Vielzahl von Dokumenten, die immer unterschiedlich sind? Gibt es feste Regeln, wann überhaupt was ausgelöst werden darf? Beispiel Hauskauf. Wenn das Geld da ist, dann bitte Bezahlung auslösen. Den Notar spare ich mir in dem Fall. Dann sicherlich auch Potenzial für eine Blockchain. Wie gesagt, brauche ich konstante Preise? Wenn ich die brauche, dann bin ich sicherlich bei einer Public Blockchain falsch, weil da habe ich immer wieder Angebot und Nachfrage und kann eigentlich nicht konstant mit den Preisen rechnen. Sind meine Daten sensibel oder sind es öffentliche Daten oder macht es mir nichts aus, wenn diese Daten öffentlich sind? Wenn ich damit ein Problem habe, dann sicherlich eher die Private Blockchain. Falls die Daten nicht sensibel sind, kann das auch mit einer Public Blockchain funktionieren. Einfach nur mal, um ein Gefühl zu bekommen, wie kann man sich dem Thema nähern. Und dann ist natürlich die Frage, wie gehe ich vor? Wie gesagt, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, einfach nochmal die wesentlichen Schritte. Grundsätzlich ist es wichtig, dass man natürlich die Technologie versteht. Wie funktioniert das? Was steckt dahinter? Was sind vielleicht auch die Fallstricke, die ich habe? Da auch einfach mal zu schauen, dieses Wissen aufzubauen, sich vielleicht zur Not auch einen Partner zu holen, der vielleicht da mehr Erfahrung hat. Da gibt es auch mittlerweile Dienstleister, die das Ganze machen, um einfach zu verstehen, wovon spreche ich hier. Nächste, vielleicht auch mal schauen, okay, gibt es schon irgendwo erfolgreiche Blockchain-Apps, die funktionieren? Was sind so deren Alleinstellungsmerkmale? Was machen die besonders gut? Dann natürlich überlegen, okay, was sind Use Cases, für die ich diese Technologie einsetzen kann? Dann auch zu schauen, okay, welche Use Cases machen Sinn? Da bitte echt drauf achten,
nicht immer gleich die ganz große, super tolle, fancy Lösung, sondern vielleicht erstmal was Kleines, Einfaches, an dem ich üben kann, weil wir werden immer wieder Rückschläge erleben und wir werden auch immer merken, okay, daran haben wir jetzt gerade nicht gedacht. Deswegen da schauen, lieber kleiner anfangen, als gleich sofort die große Lösung denken und dann am Ende wirklich einen Prototypen gestalten, ein MLP, wie wir immer sagen, ein Minimal Lovable Product, also Basisfunktionalitäten, aber es muss auch schon ein bisschen Spaß machen, das Ganze zu nutzen und nicht, wie gesagt, einfach nur, ja, okay, kannst ja jetzt was machen, aber ist vielleicht ein bisschen schwierig für dich, sondern es muss schon ein bisschen Spaß machen. Und diese Prototypen wirklich konstant mit Test-Usern auszuprobieren, wieder zu verbessern, schnelle, kürzere Entwicklungszyklen zu nutzen, um am Ende zu einem Produkt zu kommen. Jetzt nochmal zu einem Use Case bei der Certivation, den wir umgesetzt haben. Eigentlich relativ einfach, möchte ich behaupten. Wir haben festgestellt, es gibt immer wieder Missbrauch bei Zertifikaten. Das sei es personenbezogene Zertifikate, wie zum Beispiel Studienabschlusszeugnisse, all diese Dinge. Wir kennen das aus der Presse, der falsche Arzt im Klinikum, der dann sagt, ja, dann irgendwann fällt es auf, oh, der hat ja gar nicht studiert da oder der hat überhaupt gar nicht studiert. Oder selbst mit unserem türkischen Freund Herrn Erdogan, wo man jetzt nicht mehr so unbedingt weiß, hat er wirklich ein Diplom, gibt es diese Hochschule überhaupt und so weiter und so fort. Also da ist mittlerweile ein wirklich Multimillionen-Dollar-Markt entstanden. Aber eben auch, klar, gefälschte Zertifikate für Produkte. Gerade im asiatischen Raum ist es immer wieder sehr beliebt. Da sind alle Unternehmen mittlerweile ISO-zertifiziert, haben auch ganz tolle Zertifikate, sehen wunderbar aus, stimmen bloß nicht. Und ist relativ schwierig nachzuweisen. Oder eben auch Vorspielen falscher Tatsachen, wie zum Beispiel gefälschte oder falsche käufliche Biosiegel in Asien, gefälschte Bioprodukte. All diese Themen haben uns eigentlich dazu bewegt und uns dazu gebracht, dass wir sagen, wir wollen auf Blockchain einen Service anbieten, der es Ihnen ermöglicht, Ihre Zertifikate fälschungssicher und nachweisbar in die Blockchain zu bringen. Wie läuft das Ganze ab? Relativ einfach. Sie gehen auf unsere Webseite, melden sich beim Blockchain-Service an und tragen dort bestimmte Zertifikatsinformationen ein. Das können eben sowohl Zertifikate sein von der Certivation selbst, das können aber auch Ihre ISO 9001-Zertifikate vom TÜV sein. Der TÜV ist verpflichtet, Auskunft über seine Zertifikate zu geben. Das heißt, wenn Sie Ihr TÜV-Zertifikat hier einstellen, können wir beim TÜV nachfragen, okay, ist das wirklich korrekt? Okay, Sie haben Ihre Daten eingetragen, das war es eigentlich schon für Sie. Weil dann gehen wir nämlich hin, wie gesagt, prüfen das Zertifikat, schauen, ist es alles korrekt dargestellt und lösen direkt die Blockchain-Transaktion aus. Sieht man hier jetzt vielleicht nicht ganz so gut, aber dort steht dann alles drin. Vom Firmennamen über die Zertifikats-ID, wirklich alle Informationen, die auf diesem Zertifikat stehen, sind auch in der Blockchain dokumentiert. Und am Ende erhalten Sie natürlich noch ein sogenanntes Blockchain-Zertifikat, wo eben alle Informationen dargelegt sind, wo auch ein QR-Code dargestellt wird, den Sie nutzen können, zum Beispiel auf Ihrer Webseite, um direkt auf den Blockchain-Eintrag zu verweisen. Wie sind wir bei der Umsetzung dieser Lösung vorgegangen? Wie gesagt, von der Idee bis wirklich zum fertigen Service haben wir uns gesagt, wir wollen das in 3 Monaten schaffen. Hat auch am Ende geklappt. Wir hatten dafür ein Budget von ungefähr 40.000 Euro zur Verfügung. Wir haben gesagt, okay, das Hosting unseres Services machen wir auf Microsoft Azure, weil wir wollten uns keine eigenen Server noch irgendwo hinstellen, nochmal wieder höhere Kosten generieren, sondern einfach möglichst kostengünstig das Ganze in der Cloud betreiben. Wir haben Third-Party-Libraries genutzt. Bestimmte Dinge brauchen Sie nicht neu erfinden, wie Button-Funktionalitäten, PDF-Generatoren, all diese Dinge. Das ist da. Wir haben uns einen externen Dienstleister dazu geholt, der uns geholfen hat, zusammen mit unserem Entwicklerteam in Vietnam den Smart Contract zu schreiben, letztendlich das Eintragen in die Blockchain. Da brauchen wir eine Schnittstelle für. Und wir haben vor, das Ganze auch noch zu veröffentlichen auf GitHub als Open-Source-Lösung, so dass eben auch dieser Transparenzgedanke, den wir natürlich mit unseren Zertifikaten oder mit unserer Dienstleistung vollziehen, auch bei unserer Software nicht aufhört.
grundsätzlich, was waren für uns so die wesentlichen Entscheidungen oder auch Stolpersteine? Die erste Frage war natürlich, okay, machen wir eine Public Blockchain oder eine Private Blockchain? Da wir gesagt haben, wir wollen natürlich Transparenz schaffen, Informationen bereitstellen, Nachweise bereitstellen, war es eigentlich relativ klar, dass wir in die Public Blockchain müssen. Zudem ist es dann auch noch so, dass wir dort mit Zertifikatsinformationen ja sowieso nur öffentliche Daten haben. Unternehmen möchten ja gerne, dass ihre ISO-Zertifikate bekannt werden. Zudem geringere Kosten, ich brauche keine Server mehr dahinstellen, sonst was. Es bietet wirklich die höchste Sicherheit, aber eben, wie gesagt, Transaktionskosten. Was dazu führte, dass Erstellen eines Zertifikates auf einmal nicht mehr 20 Cent kostete, sondern 20 Euro. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Man wartet ein bisschen oder man passt die Datenmenge an, die man dort einträgt. Aber all das muss man natürlich bedenken, wenn man in die Public Blockchain geht. Dann die Frage Full Node, Light Node, hier vielleicht nur am Rande. Wie gesagt, diese Knotenpunkte zu betreiben, wenn Sie Blockchain-Einträge vornehmen, sind Sie selber ein Knoten, auf dem die ganze Blockchain gespeichert wird. Sie können auch nur ein Light Node sein, das ist letztendlich, dass Sie letztendlich vertrauen, dass ein anderer Full Node die Daten korrekt speichert, aber es bedeutet auch, dass Sie keinen Einfluss auf die Weiterentwicklung des Netzwerkes haben. Von daher für uns auch ganz klar der Grund, ein Full Node zu sein. Das ist natürlich die Frage, soll ich vielleicht nur einen Hash-Wert eintragen? Je mehr Daten ich in die Blockchain eintrage, desto teurer wird es. Deswegen vielleicht Hash-Wert, günstige Lösung. Oder bringe ich wirklich alle Daten klar, sichtbar und für jeden einsehbar in die Blockchain? Auch da haben wir uns für, klar, Transparenz entschieden und gesagt, okay, wir schreiben alle Daten wirklich klar in die Blockchain. So können Sie sie jederzeit sehen, auslesen, und anzeigen lassen und nicht eben einfach irgendwie so einen kryptischen Hash und dann darauf hoffen, dass, ja, wird schon keiner nachfragen, ne? Weil beim Hashwert sehen Sie natürlich nicht, ist es wirklich ein ISO 9001 Zertifikat oder irgendwas anderes. Und dann die nächste Frage, Ethereum oder vielleicht eine andere Blockchain zu nehmen. Wir haben uns für Ethereum entschieden, einfach vor dem Hintergrund, dass wir sagen, Smart Contract ist so derzeit die gängigste Technologie, die genutzt wird, ist etabliert. Wir haben bei unserem Partner vor allen Dingen das Know-how gehabt und wir haben die Möglichkeit, auch Zertifikate aus der Blockchain mehr oder weniger zu entfernen. Sie werden in den Metadaten nach wie vor in der Blockchain sein, deswegen stimmt diese Aussage nach wie vor. In der Blockchain kann nichts gelöscht werden, aber da müsste man dann, wenn man ein zurückgezogenes Zertifikat nimmt, weil zum Beispiel es aber nicht mehr gültig ist, ich sage mal, doch relativ tief suchen, um dieses Zertifikat noch wieder zu finden. Wie geht es weiter mit unserem Blockchain-Service? Wie gesagt, wir sind gerade in Gespräch mit weiteren Zertifizierern. TÜV, DNV sind da zwei Partner, mit denen wir gerade sprechen. Können wir eure Zertifikate nicht auch fälschungssicher in die Blockchain bringen? Wir schauen uns weitere Use Cases an, zum Beispiel eben auch den Nachweis des Löschens eines Mobilfunkgerätes, bevor es wieder verkauft wird, anzubieten. Das ist gerade im Handel ein großes Thema. Wir sprechen mit anderen Branchen, zum Beispiel im Bildungsbereich setzen wir derzeit einen Service umsetzen, wo die KMU-Akademie, das ist eine Privathochschule, zukünftig alle Bachelor-Master-Studentenzeugnisse in die Blockchain schreibt und zeigen, dieser Student hat wirklich einen Bachelorabschluss oder wirklich einen Masterabschluss bei uns an der Hochschule. Und am Ende geht es natürlich darum, auch daraus am Ende ein Businessmodell zu machen. Und da geht es natürlich dann darum, gibt es vielleicht eine Lite-Version, die für jeden kostenlos ist und gibt es dann vielleicht eine Premium-Version, wo ich dann vielleicht alle Daten auch einsehen kann beziehungsweise Daten so anpassen kann, dass es zu unserer Funktionalität passt. Da sind wir natürlich noch in der Entwicklung. Das Ganze ist dieses Jahr im Februar gestartet. Und wie gesagt, da sind wir jetzt einfach weiter dran, um das Ganze weiter voranzutreiben. Ja, das war es von mir zum Thema Blockchain. Wie gesagt, erstmal nur eine Grundlage, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen bewusst seicht gehalten. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Ja. Wie verhält sich das denn in ein paar Jahren vielleicht, wenn das wirklich intensiv eingesetzt wird?
Ja, das ist genau das Thema. Also deswegen macht zum Beispiel Bitcoin-Mining in Deutschland ja auch mittlerweile keinen Sinn mehr, weil es einfach deutlich zu teuer geworden ist aufgrund der steigenden Energiekosten. Die Industrie ist mittlerweile ja so weit, dass sie sagt, wir entwickeln Komponenten energieoptimiert für diesen Sektor. Aber ja, es ist nach wie vor ein großes Thema und es ist auch ein Problem, was noch nicht gelöst wird. Oder was noch nicht gelöst ist. Also es kann tatsächlich der Technologie am Ende schaden, ja. Ja? Soweit ich das verstanden habe, ist ja auch quasi die andauernd benötigte Rechenleistung Bestandteil des Konzepts. Ja. Und dann ist es dann auch in dem Fall so, dass das Ganze anfällig ist für eine Mehrheitsattacke, wenn jemand sozusagen kurzfristig die 50%-Marke knackt? Ja. Genau, genau diese 50%-Attacke, das ist tatsächlich ein Risiko, was besteht, wo man heute noch davon ausgeht, ja, technisch ist es zumindest bei den großen Chains nicht möglich, bei den kleinen ist das durchaus ein Thema, ja. Die Smart Contracts sind in Solidity, das ist die Programmiersprache von Ethereum. Und die Applikation als solches haben wir in C-Sharp programmiert. Diese Datenbank, ja. Wie genau funktioniert das? Wie sieht das so aus, als würde die quasi unbeständig wachsen? Also ja. Wird die nicht irgendwann so groß, dass man sie nicht mehr handhaben kann? Oder welcher Trick ist quasi, dass ja, also sie wächst konstant und relativ unreguliert. Es gibt in den jeweiligen Blockchain-Logiken Mechanismen, die am Ende dazu führen, dass diese Informationen wiederum archiviert werden, dadurch die Größe wieder reduziert wird. Technisch en Detail kann ich Ihnen das noch nicht mal genau erklären. Es gibt eben so eine Art Archivierungsmechanismus. Ich kann die Daten trotzdem einsehen, aber die Datenmenge wird reduziert. Das ist grundsätzlich richtig, aber es wird derzeit dann auch noch an Konzepten gearbeitet, also denen ist es bewusst, aber sie haben ein Folgekonzept, was sie bewusst noch nicht kommunizieren, wie dann zukünftig Transaktionen durchgeführt werden, vielleicht sogar auch mit den bestehenden Coins, die dann im Umlauf sind. Ja, also natürlich, also das ist genau dieser Fall mit den steigenden Transaktionskosten. Das heißt also, wenn der Ethereum-Preis durch die Decke geht, Beispiel, es ist Ende letzten Jahres gewesen, dass es in Asien eine Applikation gab, die sogenannten Crypto-Kitties, also letztendlich Katzen, die ich so eine Art ja, digitales Tamagotchi, wo ich mir dann eine schöne Farbe für das Fell aussuchen konnte. Und jede Änderung an meiner Katze war eine Transaktion. Dadurch, dass es in Asien durch die Decke gegangen ist, ist das Tageslimit an Transaktionen relativ schnell erreicht worden. Dadurch die Transaktionskosten in die Höhe gegangen, was dazu führte, dass wenn wir ein Zertifikat hätten eintragen wollen, nicht mehr 20 Cent bezahlen, sondern 20 Euro. Nein, nein, nein. Also wir haben Coins, um eben diese Zertifikate zu erstellen. Sie kaufen von uns nur die Dienstleistung des Zertifikats erstellen. Nein, nein. Wir bezahlen den, sag mal, Mikrocoin, stellen dir dann aber 6 Euro in Rechnung, zum Beispiel. Ja.
Genau. Zum Beispiel die CryptoKitties, das war so ein Fall, wo wirklich die ganze Community auf einmal Panik geschoben hat. Was passiert hier gerade? Was auch viele dazu bewegt hat, wirklich hinzugehen und zu sagen, wir haben jetzt zwar gerade eine Entwicklung auf Ethereum, aber lass uns das lieber stoppen und wir überlegen uns mal, wie wir das Ganze als Private Blockchain aufsetzen können. Weil wir brauchen Verlass oder verlässliche Transaktionspreise. Es war de facto kein geplanter Angriff, es war einfach eine Modeerscheinung. Es ist tatsächlich so entstanden. Aus irgendeinem Grund finden Asiaten es toll, Katzen mit grünen und roten Trenzen zu haben auf ihrem Handy. War für uns zu dem Zeitpunkt noch nicht der Punkt. Einfach weil wir sagen, dafür müssten wir einfach noch zu viel mehr investieren in Lösungen, in technische Unterstützung, aber auch Vorbereitung des ICOs. Ist und bleibt auch nach wie vor für uns eigentlich kein Thema. Ja, suchen wir. Gerne. Gerne. Gut. Wenn keine weiteren Fragen sind, vielen, vielen Dank. Und ja, nachher eine gute Heimreise.